Ein Spino war das eigentliche Ziel. Zwei Spinos haben sie geschafft. Kommen da jetzt noch mehr? Wird es eine große Spino-Armee? Oder trauen sie sich jetzt, andere Wege zu gehen? Ich weiß es auch nicht. Das müsst ihr euch schon selbst ansehen. Geh wieder zum Mörser. Und lege Stein hier rein und kann hier noch ein bisschen Zement herstellen. Nochmal 15 Stück. Dann sind wir schon mal bei 40. 5 Stück brauchen wir noch. Und das liegt dann daran, weil Chitin bzw. Keratin fehlen. Ich bin kein Kletter. Weil so ein kleines Krabbelvieh ist es nicht reinzufrischen in der Nähe, ne? Ah, Sonne. Blendet. Seh nichts. Doch hier. In die Richtung. In die Richtung, nicht ins Wasser. Der bringt... Oh, ich habe 157 Chitin bekommen. Siliziumperlen, Öl. Legen wir das Chitin noch hier rein. Und können weiteres Zement herstellen. Nochmal 33 gleich. Macht gleich volle Pulle. Das habe ich jetzt mitgenommen und ich habe jetzt schon mal die 45 Zement. Geh hierher, leg die mal hier rein. Und Sättel, hier ist er. Ich brauche jetzt noch Siliziumperlen. Man braucht, man macht 25 Siliziumperlen. Wie viel habe ich denn davon jetzt gesammelt? Hier liegen 12. So. Stimmt, das kam auch mal im ehemaligen Stream. Da wurde gesagt, man braucht Siliziumperlen. Da liegen doch welche in irgendeiner Kiste, glaube ich, oder? 36 Stück, die nehme ich mit. Da haben wir alle. Hier ist Keratin. Also das hier in den Mörser und Stößel rein? Ja, einfach Mörser und Stößel reinlegen. Aber das brauchen wir jetzt aktuell nicht mehr, aber leg einfach rein. Weil ich habe alles für den Sattel. Hm. Ich stelle einen Spino-Sattel her. Oh. Ragnarök oder Center für Venedig. Auf Center war ich nie, frag mal rück nur kurz. Daher bin ich mir nicht sicher, was besser geeignet wäre. Schafzahn, komm mal her. Schafzahn, da ist Schafzahn. Oh, das ist sogar schon Level 30. Ich habe ein bisschen was gemacht. Ich gehe nochmal auf Nahkampf, ne? Ja. Freut es sich. Und. Ah. Du darfst. Ah. Juhu! Halleluja! Oh, das ist ein Bild. Das ist ja ein toller Sattel. Wir haben jetzt in dem Stream tatsächlich zwei Spinos gezähmt und wir dürfen sogar ein Spino schon reiten. Der watschelt, siehst du, wie es von oben ja, aussieht. Ja, das sah sehr watschelnd aus. Der schlängelt mit den Beinen. Er macht nichts. Mal sehen, ob wir noch einen zweiten schaffen. Was wir da jetzt alles nochmal genau brauchen. Wir brauchen jetzt noch zwei Siliziumperlen. Wieder 45 Zement natürlich und jede Menge Leder. Nee, eine Tame-Falle habe ich noch nicht. Also wir haben uns so eine eigene Falle dort vorne gebaut, aber keine... Ach, die Falle, wo wir von oben reinwerfen. Nee, die haben wir noch nicht gebaut. Du meinst ja die, wo wir unten langlaufen können, dann diese Fallgruben drin sind, schätze ich mal. Ne? Ich denke mal, die meinst du. Weil davon habe ich schon was gesehen, dass man da gerade diese Hyenodon, die interessieren mich nämlich. Die sind jetzt nicht stark, das sind eigentlich bloß dann als Haustiere, können vielleicht ein kleines bisschen was tragen. Jetzt einfach bloß so, weil ich es haben will. Mehr nicht, einfach nur, weil ich es haben will. Wie viel kann ich jetzt an Zement herstellen? Nicht, zwei Stein fehlt. Stein fehlt. Dann legen wir das mal weg. Sammeln mal ein bisschen noch. Ich brauche Stein. Ich brauche Stein. Ohne Stein ist so gemein. Kann ich so einen Tech
Fahrer gar nicht mit einer Bola fangen und dann drauf einschlagen? Irgendwie funktioniert es nicht. Weiß ich nicht, wissen, was der für ein Level hat. 54 hatte der. Vielleicht ist der für eine Bola Level zu hoch. Achso, das kann sein. Viereck, drei Hochwände außen rum und gut ist für Türmauern bauen und zum Reinwerfen. Ich habe ja gerade mit dem Spino Intact Para getötet. Da gibt es Metall und sowas, ne? Ja, ich glaube, ich weiß es nicht, also. Da gibt es ein paar andere Sachen noch, vielleicht sogar Siliziumperlen. Der ist irgendwie in deine Richtung aber gerannt. Achso, ich dachte, du hast ihn getötet. Nein, der hat sich ja dann wieder gelöst. Ach, du hast den ganz normalen Para getötet. Ja. Das habe ich jetzt falsch verstanden. Ich dachte, du hast den getötet. Nee, der ist in meine Richtung gerannt. Wohin, weiß ich nicht. Guck mal, der hat sogar Kehrer. Ich habe ihn nicht weiter verfolgt. Leder. Ach, Siliziumperlen sind im Wasser. Du bist schwer, ne? Überall im Wasser? Fehlen wieder 5. Ei! Hier ist er! Hast du ihn gefunden? Im Wasser gibt es Siliziumperlen. Jetzt ist er im Wasser hier vorne. Ich bin auch im Wasser. Sehen aus wie Muscheln. So, ich muss erstmal wieder Luft tanken. Luft tanken. Muss man die zerkloppen? Okay, einen Moment. Ich muss aber aus dem Wasser raus, sonst wird das mit der Karte nichts. Das könnte sonst in kurzes Vergnügen werden. Falsch rum. Wir haben noch nicht viel von der Karte. Wir sind noch nicht weit gekommen. Wir sind eigentlich nur ein bisschen... Nur sammeln wie Stein. Also wir sind aber für den ersten Spino in Pfeilrichtung gegangen und dort hinten bei der Schlucht diesen langen Weg rein. Dort haben wir den ganz hinten gefunden, den ersten. Genau, ist die Island. Im Meer und in einem Flussbett. Dann sollte ich vielleicht mal mehr Richtung Meer gehen. Möchtest du auch mal reiten? Ich möchte mir einfach noch einen herstellen. Oder so. Das versuche ich ja gerade. Also wenn du... Hast du den Para, den mechanischen, erledigt? Nein, der ist ins Wasser dann gerannt. Der rennt dann immer ganz schnell weg. Ich komme nicht hinterher. Ich war jetzt gerade mit Siliziumperlen suchen befasst, deswegen hatte ich das nicht mitbekommen. Ich dachte, du gehst auf den... Weil der direkt neben dir im Wasser war. Nö, ich habe Siliziumperlen gesucht. Boah, das sieht schon krass aus, das Meer. Da ist ein Hai. Und sind jede Menge Fische. Du musst tief tauchen. Ich glaube, dafür reicht meine Luft noch nicht. Gibt es eigentlich sowas wie... Taucherflaschen oder sowas? Weil die Luft ist ja schon sehr schnell weg. Aber vielleicht finden wir noch so ein komisches Krabbelvieh am Strand. Die haben ja auch Siliziumperlen gebracht. Können wir mal gucken. Diese kleinen Urwesen-ähnlichen Viecher. Da ist ein Hai. Nee, ist kein Hai, ist doch kein Hai. Nee, was ist das denn? Aber ist so ein Schwertfisch. Wer bist du aus dem Wasser? Also Schwimmausrüstung gibt's. Ichthyosaurus. Da gibt's, glaube ich, sogar einen Sattel.
Ja, der Rob Arrow kennt die ganzen Tierchen. Oh. Also dieses Schwertfisch, was ich gemeint habe, das ist der Ichthyosaurus. So, hier vorne sind Spookies, 3 Stück, pass auf, links von dir. Siehst du die? Okay, ja. Oh Mist. Ja, jetzt sehe ich nichts mehr. Der ist weg. Der andere kommt angerannt. So, alle weg. Alle weg. Warum hast du Ark? Was ist denn mit Ark? Ein Dodo? Hier ist der. Hm? Hast du noch eine Bola? Hat ja nicht funktioniert bei dem. Der Tech-Ding ist ja wieder. Ja doch, Bola hatte ich ja, aber... Es hatte dann nicht funktioniert, mit meinem Holzknüppel auf den drauf zu hauen. Ja, weil der nicht schnell genug genommen war. Ich schlag mal mit zu. Jetzt ist er auch noch kaputt und ich kann es nicht reparieren. Ich schlag Ebus mit der Fäuste. Jetzt. Aber ist tot. Ja, dann hat er schon, weil du vorhin schon mal eingeschlagen hattest, Leben verloren. Öl, Altmetall und Elektronik, Elementstaub. Okay, ich keine Siliziumperlen. Komische Sachen, nee. Aber ich leg's mit in den Schrank. Ja, alles so. Aufheben. Und ist noch ein Spooky. Ja, das haben wir schon mitgekriegt. Also gerade wenn man jetzt die Spitzhacke nimmt, bekommt man von Bäumen mehr Stroh als Holz. Und bei Steinen mehr Feuerstein als Stein. Und der Axt ist halt genau das Gegenstück dann dazu. Und dann auch jetzt, ich habe ja schon die Metallgeräte dazu. Die bringen auch nochmal mehr. Das habe ich schon soweit mitbekommen. Bist du weitergelaufen, oder? Ich bin noch hier hinten, warum? Ich suche immer noch so ein komisches Vieh. Ja, ich weiß schon. Ich habe es ja auch noch keins gesehen. Ich guck mal unter Wasser, vielleicht stimmt ja mal einer. Rochen. Das sind Rochen. Sind doch Rochen, oder? Was soll das denn heißen? Wir haben Angst vorm Wasser. Natürlich haben wir Angst vorm Wasser. Das ist nass. Ja, in dem Wasser sind doch Haie. Und wer weiß, ob da eine Schlange schwimmt. Genau. Der große Pararent ist echt für so einen kleinen Spooky weg. Und viel Luft haben wir leider auch nicht. Jetzt hat er mich schon wieder angespuckt. Da geht's aber weit runter. Tauchst du gerade? Ja, ich bin gerade im Wasser. Ich muss auch wieder hoch, weil sonst wird's eng. Deswegen weiter runter konnte ich gar nicht. Ich hätte es ja nicht überlebt. Ach, das Schwarze da war Öl. Ah, Schelmenkleister. Was greift dich an? Ah, ein Piranha. Ach so, da kann ich dir nicht helfen. Da kam jetzt schnurstracks auf mich zu. Zum Glück kommt er nicht mit bis auf den Strand gerannt. Du hast immer ein Glück. Du gehst ins Wasser und findest ein Piranha, ne? Und ich schwimme die ganze Zeit drin rum. Das läuft. Und deswegen haben wir Angst vor Wasser. Ja. Das ist gemein zu uns. Hier gibt's Loot. Inventar öffnen. Was haben wir denn Schönes? Was nehmen wir mit? Bauplan. Dinosaurier-Tor. Ich glaube schon. So ungefähr. Nein, so viel hat's nicht. Ich weiß es gar nicht. Oder? Ich dachte schon. Es hatte so viel, als wir alles installiert hatten. Aber wir haben ja nur Ark und die Island installiert. Also nur die Island installiert, keine Erweiterungspakete. Wie Ragnarök oder sowas. Da liegt das, glaube ich, nur bei 100 GB, dachte ich. Ich weiß es nicht. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, müsste ich gucken. Da ist wieder der Hai. Da hinten ist das Öl. Zu Ölquellen unter Wasser, das gibt's also auch.
gibt viele interessante Dinge hier. Wir sind gerade mal am Anfang. Hier ist ein toter Fisch. Oder bist du überhaupt tot? Jetzt bist du tot. Ich habe rohen Fisch. Ja, aber Ark dauert wirklich lang mit installieren. Also selbst wenn man nur die Island installiert, ist das schon heftig. So. Ich suche weiter. Jetzt haben wir jeder wieder einen Flugsaurier. Ach, hast zwei gezähmt. Ja. Ich suche immer noch dieses komische Krabbelvieh. Nachts hatte ich mal eins gesehen. Ich hatte vorhin eins getötet, der hat mir ja Siliziumperlen gebracht. Aber das ist dann für seinen Sattel draufgegangen. Jetzt ist der Papa Nova auch in Ark drin. Jetzt habe ich noch den alten Namen gesagt. Es ist manchmal noch so drin. Sorry. Das rutscht so raus. Dieses Urzeit, wo man auch das Chitin und Öl und sowas kriegt. Diese kleinen Viecher, die nicht angreifen, die über den Boden krabbeln. Kleiner Urzeitkrebs, der herumläuft. Weißt du, bist nicht glücklich mit deinem neuen Namen oder mit was bist du nicht glücklich? Geh weg. Hier ist einer. Den hier meine ich, den hier. Den Trilobite. Und, ja, nur 5 Siliziumperlen. Ich hab mal wieder einen gefunden. Ich finde, mein Papa Nova hatte auch was. Ja. Stein muss hier noch rein für Zement. Ich habe hier auch Altmetall. Waldmetall, okay. Das siehst du schon, die Sachen noch in den Schrank legen und umdrehen. Das muss. Ich brauche Chitin, Fasern. Uiuiuiuiui. Hab ich das Chitin jetzt schon weggelegt gehabt? Ich bin jetzt gerade ein bisschen durch den Wind. Oder habe ich jetzt das Chitin hier? Ach, stimmt, ich hatte hier reingelegt, ja. Und Fasern noch. Fasern. Hatte ich Fasern hier mit reingelegt in die Werkbank? Ja, hatte ich. Kann repariert werden in Werkbank. Werkbank und jetzt hier kann man es hier einfach reparieren. Oder muss ich das hier rüberlegen? Muss ich das Chitin hier rüberlegen? Reparieren. Da ist meine Rüstung wohl drauf gegangen. Nehmen wir das Chitin wieder mit. Legen den Fasern zurück. Und dann ziehen wir uns das Ganze auch wieder an. Damit das wieder gut aussieht. Oh, da kommt ein Spino gerannt. Also es war deiner. Achso. Acht auf deine Äußerungen! Hast du gleich einen Schreck gekriegt. Oh, lecker Lasagne. Was, Lasagne? Evo hat geschrieben, dass er keinen Hunger hat. Ach so, der Rob Arrow macht gerade Lasagne. Jetzt, ich hab's gerade hier. Lasagne. Oh. Ich geh mal ein Stück rüber. Also, ey, Nova und ey, Papa klingt nicht gut. Nee. Bin ich ganz ehrlich. Gut, wie viele Papa Novas es gibt, weiß ich nicht. Aber es stimmt schon, wenn man nach Papa Nova auch auf diversen Seiten gesucht hat, gab's den öfter. Er ist schon.
Ist dann der Nachteil. Jetzt habe ich ja auch wieder Hunger. Schweinerei, ne? Eine riecht von Rührei und andere von Lasagne. Ich sammle noch ein bisschen Stein. Muss ja nicht zwischendurch mal schauen, wie es mit der Nahrung aussieht. Nämlich nicht gut. Ein bisschen was essen. Bin eher Auflauftyp. Das ist der Vorteil wirklich an Rob Arrow. Oder man spricht's anders aus. Robaroff. Du bist Robaroff mit dem Bocken. Ah, hier ist noch so eins. Kann ich das mit dem auch killen? Das rutscht immer so weit weg. Mann. Also bei mir ist auch wenig, was ich nicht esse. Spinatfisch ist auch sehr lecker, ja. Oh, hört auf vom Essen zu reden. Ich hab Hunger. So, nochmal 5 Zement. Mach, müsste es fies weg. Und dann gehen wir wieder zur Werkbank und legen das mal rein. Ach, du hast ein Spino mitgenommen. Da steht noch da drüben. Soll das so sein? Ich bin hier. Ja, wir reiten hier. Ich habe so ein Vieh gesucht, aber das ist jetzt leider weggeflutscht. Und jetzt schauen wir mal. Eins. Was brauche ich noch? Ich brauche noch Leder. Hast du die Siliziumperlen jetzt alle voll? Die sind da. Ich brauche Leder. Jede Menge Leder. Bei 100 in der 20er waren da und 380 brauche ich. Das könnte durchaus sein. So, ich habe jetzt trotzdem so ein Vieh getötet. Was für ein Vieh? Na, nochmal so ein kleiner, was auch immer das für ein Vieh ist. Ja, der bringt doch auch Leder, oder nicht? Ach nee, meinst du so ein Trilobite, achso. Also ich hoffe, dass es einer war, ich hab keine Ahnung. Wo haben wir denn den Tierchen? Da liegt noch Haufen Leder im Schrank. Am Schrank liegt Leder? Ja. Was macht denn Leder im Schrank? Leder gehört in die Werkbank. Oh, ich sehe da nicht so richtig durch, wo was hingehört. Nein, ich bin erzgebirgisch. Da liegt jede Menge Leder, hast recht. Viel zu viel Leder, das brauche ich nicht. Hier, ich lege die Perlen jetzt auch mit in der Werkbank. Dann legen wir das Leder hier rein. Und das Öl auch da mit rein? Die Werkbank? Da ist noch genug Platz, ja, leg's dann mit rein. Ich weiß noch nicht, was wir das Öl brauchen. Jetzt kommt ein Sattel. Meine Tamefalle ist da. Wo ist meine Tamefalle? Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Hast du hier irgendwas gesehen? Was hast du gesehen, was ich nicht sehe? Ich habe gesehen, dass das Bino gekackt hat. Lack und Leder für Maxi. Das Große mit dem Tor. Meinst du das da hinten? So, Spino, komm mal her. Och, hier, du. Muss ja irgendwie durch. Durch die Beine vom Spino. Den rüsten wir mal aus. Erstmal der Nahkampf. Und dann rüsten wir den aus. Und dann... Rückwärts laufen wäre stand schlecht. Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Kein Wunder, dass der uns jagen konnte, so schnell wieder rennt. Baum gefällt. Baum gefällt. Da hat er noch jede Menge Leder mit liegen. Ach ja, weil er das Tier getötet hat, ne? Ja. Brauchst du die Metallbarren in der Werkbank? Die kannst du in die Werkbank legen. Nein, ob du die brauchst, sonst würde ich so einen Bronto-Sattel mal herstellen. Kannst du herstellen?
gar nicht, ich habe noch nie was an der Werkbank hergestellt. Ich greife gerade Schildkröten an. Mit dem Spino greife ich Schildkröten an, das mache ich sogar selber. Oh, das sind Rochen. Sehe Rochen. Ist er jetzt überladen? Nö, sie nicht. Nahkampfschaden. Jetzt geht's los. Eieiei. Was machst du denn? Ich reite den Bronto. In welche Richtung bist du gegangen? Ich komme auf dich zugerannt. Hier bin ich. Da. Ich falle auf dem großen Dino gar nicht auf. Der hat einfach den Baum umgerannt. Ich kille gerade Dinos. Ist eigentlich an dem männlichen Spino irgendwas auszusetzen? Oh, ich habe auch ein Level Up. Boah, das ist toll. Was eine Aussicht, ne? Wieder was erreicht. Haha. Sind nur sehr schnelle Schritte dafür, dass der... Guckt euch mal die kleine Maxi Chaotik an. Gut, ich sehe auch nicht viel größer aus auf dem Spino. Ja, aber heute ist so winzig. Aber ist so ein schönes Bild. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Das ist kein Pteranodon. Was denn? Was ist da oben? Das sieht, glaube ich, das ist, glaube ich, was anderes. Es gibt noch andere Flugsaurier. Der macht ganz schön schnelle Schritte dafür, dass er so langsam läuft. Möchtest du dann auch mal auf dem reiten? Der hat ja noch Narkobären. So. Genau, greif den an. Richtig so. Hast du sehr gut gemacht, Spino. So war's geplant, nur dass ich selber bis anders laufen wollte. Sehr schön. Oh. Was denn? Ich habe gerade einfach nur mal E gedrückt und wollte gucken, was der Brontosaurus macht. Der hat mit seinem Schwanz ausgeholt und einen Dodo erlegt. Dodo geschlagen. So, ich bringe den Spino mal zurück. Voll drunter durch. So, ich stelle den Spino wieder ab und werde mich dann in Richtung Bett begeben. Oh, willst du nicht nochmal auf dem Bronto reiten und das zeigen? Das kann man noch machen. Also zum Abschluss. Natürlich sollte ich dann dafür sorgen, dass mir niemand folgt. Hallo Littlefoot. Kann man eigentlich zu zweit hier drauf reiten? Nee, ne? Wie komme ich jetzt hier runter? Ja, mit E. Aber wenn ich jetzt... falle ich doch runter. Hui! Hui! Hallo! Jetzt habe ich mir wehgetan, weil ich von dem runtergefallen bin. Das ist dann anscheinend ungünstig. So, jetzt bin ich auch hier oben. Vielleicht solltest du über den Schwanz runterlaufen. Ja, das stimmt. Seht euch das an. Ich Zwerg auf dem Riesenvieh. Und der Baum fällt. Oh, 263 Stroh habe ich jetzt bekommen. Ja, einfach nur durchs Umrennen. Nee, ich habe dagegen geschlagen. Achso, hast du dagegen geschlagen. Ja, jetzt habe ich vor uns aus Versehen den Dodo. Brontosaurus aufgestiegen. Der kriegt auf Gewicht. Ja, ich hatte vor uns auch einmal Bewegungsgeschwindigkeit genommen. So. Der soll ja transportieren. Das wird unser... Ja, Ark ist einfach schön. Gerade das Zählen der Dinos und vor allem, wenn es so klappt. Das ist das, was mich an Ark noch hält. Die ja, sonst wäre das schon ein bisschen was anderes. Es wäre dann nicht ganz ihrs. So.
Eine Hassliebe. Das hast du auch wie getan. Ich hätte vorher abspringen sollen auf dem Hügel. Ich lieg schon im Bett. Jetzt werde ich mir nochmal essen, damit auch mein Leben wieder hochgeht. Weil jetzt wird mein Leben erst ein bisschen sinken. Und dann schauen wir mal. Das Leben geht jetzt noch ein bisschen runter, aber das wird jetzt schon soweit reichen. Ja, jetzt lege ich mich auch hin. Und geht's direkt mal weiter, ne? Ja, nach 4000 Stunden, da 4000 Stunden stark ist dann schon ordentlich. Also da sehr heftig dann. Das hätte sie aber doch die ganze Zeit schon mal machen können. Ist ja süß, da liegt ein Toter. Eine Tote. Ist ja süß, da liegt ein Toter.